Hallo Leute, und hier sind wir wieder bei Pathfinder und wir sind hier in der Goldburg und werden jetzt gleich hinausgehen in die Lande. Ja, der Hund bellt hier mal wieder. Wir nehmen Harem mit statt Regungar, genau das war der Plan. Denn wir wollen, müssen die Trolle ein wenig aufhalten und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie, ob ich dafür, bin ich zu schwach, sind die Trolle zu stark oder... Ich weiß es nicht. Wir gehen mal Richtung Trolle. Und zwar müssen wir hier nicht hin. Hier müssen wir auch nicht hin ins Kerzenmeer. Vielleicht ins Koboldlager. Ich glaube aber eher, wir müssen hier hin. Um da unten zur Festung zu kommen. Eine Zufallsbegegnung. Na gut, die müssen wir wohl machen. Da können wir nicht ausweichen. Dann machen wir die Zufallsbegegnung. Hier passiert erstmal nichts. Das ist schön. Oh, ein Troll. Ja, wer hätte es denn gedacht? Vielleicht erfahren wir hier ja auch schon mehr. Wer ist das? Stefano. Stefano Mosconi und seine Leibwache. Okay. So. Dann auf ihn. Ja. Und hau ihn. Warum haut er den Jum? Amiri, hilf ihm mal aus da. Oh, sie wieder mal. Ja, das mit dem Feuer wird bei ihm nicht viel bringen. Es war auch ein Fehlschlag. Ja. Das fängt ja schon gut an. Hund. Ja, genau, so macht man das. Gehen wir auf den da. Beißt ihm fast den Kopf ab hier. Harem, hast du denn irgendwas, mit dem du... Nein, hast du nicht. Na gut, dann geh einfach mal... drauf los. Oh, oh, was hat der gemacht? Eieiei. So, haben die keine Säure dabei? Oder muss ich das hier selbst machen? Greift mal den da hinten an. Weil der der einzige ist, wo er nicht umgefallen ist. Ja, kann den zwar angreifen. Aber Säure wäre jetzt schön. Na, wenigstens der schon mal. So. Feuer. Ach. Ein Fehlschlag. Schöne Schlafgeräusche machen, ne? Ja, ist jetzt nicht allzu schwer eigentlich, aber wir kommen halt einfach zu nichts. Weil wir keinen haben, der noch Säure machen kann. Na gut, Stefano. Den hinten fertig, okay. Ja, was heißt fertig? Bringt ja alles nichts. So, weil wir müssen die leider mit Säure und Feuer bekämpfen. So, Lindsay, du bist dran. Ui, Lindsay hat getroffen, sehr schön. Dann gehen wir mal auf den Hund, auf den Hund, mit dem Hund auf den Troll. So rum ist richtig. Ja, der liegt da jetzt. Da kann er auch schön liegen. So, wenn jetzt einer von denen, der mit seinem schönen Strom hier statt Strom einfach Säure hätte, dann würde das funktionieren. Leider nein. Wir müssen. Und dann haben wir Miri. Ja, Miri auch noch. Auf ihn. Und dann kommen wir hier nochmal mit. Ja, also geht doch. Dann reden wir mal den.
Du siehst Sir Stefano Mosconi aus Pitax. Er sieht kleiner aus als bei eurer ersten Begegnung. Seine Kleidung ist zerrissen und plump befleckt. Und seine gewachsenen Haare und sein Schnurrbart sind zersaust. Als er dich bemerkt, hebt Stefano sein Rapier zum Gruß. Er wirkt aufrichtig erfreut, dich zu sehen. So sehen wir uns wieder. Ich muss gestehen, ich hätte nie gedacht, dass ich je früher froh über euren Anblick sein würde. Sir Stefano, ohne euren Gesichtspuder hätte ich euch beinahe nicht erkannt. Spottet so viel ihr wollt. Ich habe es verdient. Sir Stefano seufzt. Vermutlich sollte ich mich sogar für mein Benehmen bei unserem letzten Begegnung entschuldigen. Trotz ihrer zahlreichen Unzulänglichkeiten hat eure Baronie ein gewisses Potenzial. Sir Stefano stützt sich erschöpft auf seinem Rapier. Die Leute hier, ihr selbst eingeschlossen, sind leidenschaftlich und bereit, den Fortschritt anzunehmen. Nicht alle Länder sind so aufgeschlossen. Die Einwohner von Galt sind nicht viel mehr als Gesindel. Prevoy zerfleischt sich durch seine ständige Machtkämpfe selbst und Numeria. Nun ja, das ist ja kaum ein richtiges Land. Ich zeige euch die Stärke der Barbaren. Du hörst, wie Amiri ihre Knöchel knacken lässt. Als erstes macht ihr Bekanntschaft mit dem Boden. Hier jedoch sehe ich einen Anfang. Den Anfang von etwas Großem, Größerem. Euer Volk bewundert euch, respektiert euch und glaubt an seine Zukunft. Unter eurer Herrschaft, Stefano nickt ihr respektvoll zu, das kann beileibe nicht jeder von sich sagen. Ich werde König Irovetti hiervon berichten. Vielleicht ist diese Baronie tatsächlich wert, ein Vasallenstaat von Pitax zu werden. Ein Vasallenstaat? Ja, Sir Stefano hält einen Moment inne und wirkt überrascht. Was hattet ihr denn von mir erwartet? Haltet ihr uns für gleichgestellt? Er schnaubt verächtlich. Wäre eure Baronie auch nur ansatzweise ein Konkurrent für Pitax, würde seine Majestät Irovetti? Stefano wirkt nervös. Nun ja, er würde sich mit dieser Bedrohung befassen müssen durch einen Vasallenvertrag oder mit Stahl. Ich begrüße eure Aufrichtigkeit. Nächstes Mal begegnen wir uns vielleicht in der Schlacht. Ja, würde ich sagen, machen wir so. Ich freue mich auf diese Begegnung, eure Gnaden, wie auch immer. Sie ausgehen mag, erhebt sein Rapier zum Gruß. Es war mir eine Ehre. Aha, erst rettet man ihr Leben und dann kommen sie hier mit der fasten Kriegserklärung. Das ist ja sehr nett. Na gut. Naja. Wenn sie meinen. Wir wollen uns aber weiterhin um die Trolle kümmern. Wichtige Aufgaben stehen bevor. Wir haben keine Zeit für so Stefanos. Wir müssen unser Land schützen. Und wir hoffen, wir kommen nicht zu spät. Das ist aber auch eine ganz schöne Reise, ne? So, wir haben ja keinen für Spezialaufgaben. Wir haben ja nun Harem hier. Harem ist ein exzellenter... Was kann ein Harem hier in der Nacht verschwinden? Ich glaube, das ist ganz gut. Dann schauen wir mal, dass wir so schnell wie möglich die Trolle irgendwas mit den Trollen machen. Ja. Die nerven auch tierisch mich langsam, muss ich ehrlich gestehen. Ja, im Königreich gibt es wieder Nachrichten. Aber ich bin gerade am Reisen. Wir gehen jetzt erstmal zu dieser Festung. In die Trollwildnis. Wir sind da in der Trollwildnis. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Auf jeden Fall Zwerge. Zwergisch. Zwergstatuen. Oh, es geht erstmal einen Berg hoch. Sehr schön. Der alte Vorposten finden. Das ist der alte Vorposten. Oh. Er gegrüßt, Borba. Der vor dir stehende Troll sieht anders aus als seine Artgenossen. Sein Pelz ist sauberer und sein Gestank verglichen mit den anderen Trollen beinahe erträglich. Als er dich bemerkt, dreht er sich um und kommt langsam auf dich zu. Sei gegrüßt, Borba. Die Stimme des Trolls ist rau und knirschend. Willkommen in Drobold. Na, so eine Überraschung, ein höflicher Troll.
Ich bin nicht zum Reden hier. Ich lasse lieber meine Pfeile sprechen. Als er grinst, entblößt er eine Reihe langer, verfaulter und abgebrochener Zähne. Allerdings scheint er dir damit nicht drohen zu wollen. Wer bist du? Jason. Mit einem dumpfen Pochen schlägt er sich treu gegen die Brust. Vorher hatte ich anderen Namen. Jetzt Jason. Wie Boba. Als er sich stolz in die Brust wirft, sabbert er sich prompt mit Speichel voll. Ich reden wie Boba. Mich waschen wie Boba. Und nicht fressen Boba. Bin selbst wie Boba. Trobold? Unsere Hauptstadt, klärt der Troll und deutet mit seiner Hand in Richtung des Fells. Königreich von Troll und Kobold. Mir jetzt im Leben Frieden mit Boba, unser Land. Du sprichst die Gemeinsprache erstaunlich gut. Ja, stimmt der Troll zu. Tatuk, so sprechen. Mich gelehrt Sprache von Boba. Sage nicht klug. Der Troll kratzt sich unter der Achselhöhle und schnüffelt dann an seinen Fingern. Was meinst du mit Boba? Ihr seid Boba. Der Troll zögert. Mensch, Elf, Zwerg, alle Boba. Also gut, was willst du von mir? Der Troll stößt ein seltsames Knurren aus. Ich wollte gerade eure Waffen ziehen, als du erkennst, dass er sich nur räuspert. Ich treffe Boba und sage ihnen, König Hargulka und König Tatuk wollen, dass Boba sich halt entfernt von Trobold. Ist schmutzig, nicht hübsch und gefährlich. Wie Boba später einladen, wenn Könige erlauben. Erzähl mir mehr über Trobold. Sollen wir das mal ausprobieren? Fordert bestimmte Gesinnung erforderlich. Achso, okay. Erzählt mir mehr über Trobold. Erste Stadt für Trolle und Kobolde. Wird sein Königreich. Trolle und Kobolde und Boba werden seine Freunde. Trolle nicht mehr fressen Boba und Boba nicht mehr töten Trolle und Kobolde. Frieden. Ein verwittertes Lächeln umspielt Harems Lippen. Eine stolze Zitadelle von den Zwergen verkommt zu einem Versteck für Kobolde und Trolle. Könnte man Thorak noch mehr demütigen? Dann fressen sie also keine Menschen mehr? Ich nicht mehr fressen, Boba, verkündet Jason stolz. König Hargulka und König Tatuk zu befohlen. Andere Trolle immer noch fressen, Boba. Sie wild und dumm. Bald werden aufhören. Und was frisst du dann jetzt? Pferd, Kuh, Hund. Manchmal auch tote Boba. Lange tot, schon vor Hargulkas Befehl. Gibt keinen Grund, Essen zu vergeuden. Okay, wir haben lange genug über Essen geredet. Ja, toll. Ich habe auch genug von Trobold gehört, weil ich weiß ja im Prinzip, was es ist. Was soll ich jetzt machen? Soll ich mich erstmal nur umsehen? Was meint ihr mit, wir sind nicht hier zum Kämpfen? Ikun holt Luft, als wolle er etwas sagen, spuckt dann aber nur auf den Boden. Ich bin froh, dass wir ihn verschont haben. Er scheint nett zu sein. Jason kratzt sich am Hinterkopf und stößt ein krächzendes Geräusch aus. Boba, lieber nicht gehen. Trolle immer noch wild und dumm. Große Gefahr. Jason stößt einen Seufzer aus, den du von einem Troll nicht erwartet hättest, und stampft davon. Okay, wir wollen uns mal umsehen. Ja, das wollen wir trotzdem. Und schauen. Mehr die Trolle erfahren. Oh, ein Kobold. Wieso? Ich hab... Ah, Untergangsprophet. Aua! Hallo? Wie frech. Stimmt doch was nicht. Uiuiui, okay, den hat's getroffen. Was haben wir denn dann noch? Kobold, Alchemist, Blenkerer. Und ein Alchemist. Naja, eigentlich sind wir ja doch da zum Kämpfen, ne? So, der Hund. Den Hund haben wir noch. Okay.
Okay, ich glaube, der hat gerade versucht, wieder aufzustehen. Okay, da kommen wir nicht ran. Oh, jetzt aber, jetzt geht's ab. Der haut sich erstmal Mutter G rein. Die haben ja ganz schön kleine Armbrüste, oder? Dann, dass die die tragen können. Die ist auch irgendwie so nichts zu gebrauchen. Oh, der hat aber ganz schön Rums in seinen Pfeilchen. Fehlschlag. Okay, ja. Dann gehen wir mal auf ihn. Da ist noch irgendwie. Au, aua, was war das? Er? Ach, der ist ja noch da hier. Unglaublich. Kleiner Kobold. Oh Gott, der ist unter den Stein gefallen. Guck mal an. Eieiei. Lindsay. Los, komm. Komm mal vor hier. Der Harem durfte noch gar nicht schlagen. Ah, jetzt durfte er mal einmal hauen. Mein Gott, die fliegen aber auch weg, hä? Wie nix. Der ist schon wieder dran. Ah, Amiri, kannst du das bitte erledigen? Danke. Wartet mal, Freund, unterbricht Ekun. Kargat ist in der Nähe, ich spüre ihn. Auf dem Boden, im Gras, auf diesem Felsen, alles ist von seinem Gestank gedrängt. Ich muss euch von ihm erzählen. Ihr müsst vorbereitet sein, das wird kein einfacher Kampf. Was wollt ihr mir erzählen? Ekun atmet hörbar aus und sammelt seine Gedanken. Felstrolle sind stärker und brutaler als normale Trolle. Kargat ist der stärkste von ihnen. Wir haben gekämpft. Er hat das ganze Gebäude mit bloßen Fäusten zertrümmert. Er hat Menschen einfach in Stücke gerissen. Als wir kämpften, schlug er mich einfach zur Seite. Es wäre, als wollte er eine lästige Fliege vertreiben, die ihn gereizt, aber kein bisschen verletzt hatte. Lasst euch von seiner Schwerfälligkeit nicht täuschen. Er kann sehr schnell sein. Ich werde nie vergessen, wie ich durch die Luft auf einen Zaun zuflog, dann einen Schlag gegen den Kopf und Doppelbilder vor den Augen. Unfähig aufzustehen und an den Bogen zu heben, der Geschmack vom Blut im Mund hilflos. Ekun blickt stumm und traurig in die Ferne, sein Gesicht ist eine Maske aus Stein. Im selben Stein, aus dem auch der Troll besteht, von dem er berichtet. Erkannte dir seinen Namen? Die Trolle brünteln ihn als Schlachtruf, wie eine Hymne. Kargat, Kargat, Kargat. Das brüllten sie, als er die Mauern unserer Häuser zerschmetterte, als er mordete. Es war Kargat, der eure Familie getötet hat? Solltet ihr nicht alle Details kennen? Ich ziehe es vor, alles über meine Reisegefährten zu wissen. Er hat meine Verteidigung weggefegt und die Mauer unseres Hauses eingerissen. Er packte meine Frau Amanda und biss ihr den Kopf ab. Dann warf er ihren Leib weg. Clarissa hat geweint. Da hat er sie einfach zertreten. Obwohl es ihm offenbar schwerfällt, diese Geschichte zu erzählen, erkennst du eine gewisse Erleichterung in Ekuns Stimme. Danke, dass ihr mich dazu gebracht habt, alles zu erzählen. Das habe ich gebraucht. Wenigstens mussten sie nicht leiden, bevor sie starben. Octavia legt ihre Hand auf Ekuns Schulter. Der Waldläufer zuckt unter der Berührung zusammen, ehe er sich sichtlich bemüht, wieder entspannt. Ach, wie ich sie beneide, ihr Schmerz ist vorbei, doch der unser geht weiter. Also fassen wir zusammen, was wir über diesen Kargat wissen. Kargat ist ein Felstroll, das heißt, er ist größer und stärker als normale Trolle. Feuer und Säure töten ihn zwar nicht, können ihn aber immerhin verletzen. Seine Schwäche ist das Licht der Sonne und er hat keine Lust, zu Stein zu erstarren. Der Kerker verleiht ihm Kraft. Der Stein selbst heilt seine Wunden. Der Kampf wird in seinem Reich ausgetragen. Okay, ihr führt uns in die Schlacht. Danke, dass dieses Monster darf nicht überleben. Oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss. Also auf jeden Fall wird das kein leichter Kampf. Das haben wir jetzt auch rausgefunden. Aber das habe ich jetzt auch nicht erwartet.
Aber mal sehen. Mal sehen, wie schlimm es wird. Der robuste Mauerwerk der Zwerge ist mit Moos bewachsen und an allen Stellen brüchig. Gut, wir versuchen es trotzdem. Was haben wir denn da? Trollhunde? Oh nein. Ah, immer. Na gut. Okay, wenigstens der. Frage ist nur, ob ich das überhaupt hier mit dieser Truppe schaffe, ne? Und das ist jetzt hier ein normaler Troll. Okay, jetzt hat der mir mal einen Dunnevan umgehauen. Okay, also Säure und Feuer kann ihn verletzen, aber nicht töten. Okay, das ist ja schon mal eine Info. Gut. Ja, treffen wir halt auch schon, ne? Ah, jetzt zieht sich das wieder, ne? Das ist ein bisschen... Also klar, wenn man jetzt mehrere Gegner hat, ist das alles sehr sinnvoll. Gut, wir sind eigentlich vor der Hütte von denen, oder? Dann würde ich sagen, wir machen hier ein Päuschen und dann gehen wir das nächste Mal vielleicht da rein. Wahrscheinlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss, Amir schüttelt sich.